Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von A Plague Tale. Wir haben ja damit aufgehört, dass wir ja die Wachen da getötet haben, die rauskommen sind. Man sieht es an den drei Hügeln. Albtraum. Ja, ich weiß. Ist es hier einer? Wir wollten jetzt hier reingehen. Wo es bestimmt uns den Weg, Sophia? Ein kleines Willkommenskomitee für uns gibt. Ja, wir sind da. Ich hab Angst. Zusammen schaffen wir es. Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Gebt acht. Ja, komm, mach die Tür auf. Schnell. Oh, nee. Schon wieder so ein Vorplatz. Nein, ich wusste es. Wie barbarisch. Krass. Wie Tiere. Warum? Ich glaube, davon mache ich mal ganz kurz ein Foto. Das sieht nämlich echt nicht schlecht aus. Bisschen barbarisch, ja, aber sieht geil aus. Haben wir diese Unschärfe hier drin? Okay, sehr gut. Glauben, dass Blut wird, den Sohn dazu bringen, sie zu mögen. Er würde sie dafür umbringen. Seht mal an der Tür, das Ordenssymbol. Gehen wir in die Kapelle und verschwinden dann. Ja, wetten wir, dass die da in der Kapelle drin sind. Und da gibt es hier wie so ein Standoff. Sieht nämlich sehr danach aus. Wird bestimmt nicht gut. Endlich. Oh, okay. Oh, das ist der Sohn. Es gibt so viele davon. Die sind ziemlich neu. Wer war das? Milo? Dieses Gemälde. Das sind der Träger und seine Beschützerin. Sie kommt nur auf diesem hier vor. Ja, und? Wurde diese Kapelle ihr gewidmet? Der Beschützerin. Elia war bloß eine Lückenfüllerin. Das war ihre Funktion innerhalb des Ordens. Sie wollten sie bestrafen. Okay. Was ist das hier? Stücke. Mit dem ich irgendwie überhaupt nichts anfangen kann. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Sehen wir unten nach. Wird bestimmt Wo besser. Wo zum Teufel ist Milo? Weiß ich nicht. Elia ist wichtiger. Eine Gruft? Da ist nichts. Bist du sicher? Das glaube ich nicht. Vielleicht werden wir sogar hier eingesperrt. Ich würde es dem Spiel zutrauen. Oh. Beschütze einen, beschütze alle. Das ist von der Beschützerin. Der Orden hat sie hier eingesperrt. Eine schöne Dynastie von Schwachköpfen ist das. Bitte pass auf. Vielleicht ist da eine Spinne drin. Dieses Ding. Schon wieder. Sie ist wütend. Sorgt sich um den Träger. Er ist so jung. Sie will ihn zurück und sie weiß, wohin sie ihn gebracht haben. Das Heiligtum. Der Palast. Die Festung. Die Karte. Dorthin brachten sie ihn. Warte. So leicht ist das? Hier so einfach unter der Karte? So einfach. Ihr Vermächtnis ist das. Für die nächste Beschützerin. Sicher. Das ergibt Sinn. Wie auch immer. Ein weiterer Tag in deinem Leben. Gehen wir zurück zur Karte. Ja, das wird jetzt nicht so leicht werden. Wir wissen immer noch nicht, wo Milo ist. Naja, sein Werk schien ohnehin vollendet zu sein.
Ich wette, der wartet gleich da draußen auf uns. Ah, warte mal. Bevor wir hier rausgehen, wollen wir gerade mal ein paar Sachen hier machen. Odiris. Ja, da doch vielleicht ein bisschen mehr. Ja, und ich gehe mal mit Extingus. Schatz, die Tür ist auch zu. Erwidert. Hat dir mein Opfer gefallen? Ich kann dir helfen, ja. Ich habe Männer, Sklaven. Du hast sie aber getötet. Für dich? Die Gräfin, sie bezeichnet sich als Mutter, aber du brauchst keine Mutter. Du brauchst Diener. Sag mir nicht, was ich brauche! Sie kommen. Versteckt euch. Pass auf Hugo auf. Wir machen jetzt mal die Armbrust. Du hältst uns jetzt nicht auf. Siehst du einen Ausweg, Sophia? Nein, noch nicht. Nein, fuck. Alles ruiniert. Dafür werdet ihr büßen. Ihr macht einen Fehler. Bleib ruhig. Beherrsch dich. Okay. Das wird böse enden, Amicia. Es muss einen Ausweg geben. Dann finde heraus, wo. Amicia, lass mich helfen. Nein, du bleibst hier. Zurück, sonst seid ihr tot. Fast geschafft. Nice. Jetzt nicht nachlassen. Lass uns gehen. Wir können es beenden. Okay, warte mal. Ist nicht vollendet. Ihr werdet alle sterben. Beruhige dich, Hugo. Sophia, bitte. Bleib unten, Hugo. Ich will dir helfen. Scheiße. Was mache ich jetzt wegen dem? Fuck, 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 fuck. Scheiße. Nein. Fuck, 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 fuck. Lauf, 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 lauf. Ah, so eine Scheiße. Ich glaube, ich muss ihn einnebeln. Und da brauche ich ganz normalen Stein dazu. Ah, Scheiße. Ah, Scheiße, 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 Scheiße. Ich muss irgendwie Teer werfen. Extingus, Teer mit der Schleuder, Teer. Ich muss es auf ihn irgendwie hinwerfen. Nein, nein, geh weg, 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 weg. Oder auf dem Boden. Und dann anzünden. Nice. Na fuck, da sind noch mehr. Gut, da kommen noch mehr. Ja, zeig sie.
Nein, scheiße. Ich muss es schnell beenden. Es sind so viele, lass mich helfen. Nein, schließ deine Augen und halt dir die Ohren zu, ja? Ich kann sie alle töten. Die Ratten, Beides. Amicia, die Zeit drängt. Okay. Es ist zu gefährlich, Amicia. Lass mich kämpfen. Hugo, ich war... Ja, würde ich ja gern machen. Ja, kann ich noch mehr Teer machen? Aber mir bringt es halt wieder mal nichts, ne? Ignifer. Extinguished, ja. Oh, scheiße. Ich muss, kostet es, was es wolle. Sie wird bald müde. Tötet sie. Wie kann ich sie denn töten? Pass sie nicht an. Ah, das sind die Ratten. Hört euch zumindest so an. Mann, wie kann ich dich töten? Ach, warte mal, ich bin ja so ein Held. Ich hab ja einen Pfeil da. Alter, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Amicia, wir müssen in die Kapelle. Es gibt keinen anderen Weg. Das hält sie nicht auf. Ich schon. Hugo! Oh, scheiße. Nein, jetzt dreht er durch. Ich muss sie töten. Sie sind schon tot. Es wird alles einstürzen. Wir müssen hier weg. Amicia, los, hierher. Schnell zum Meer. What the fuck? Das war neu. Wow, krass. Das wird nicht besser mit ihm. Hugo, sieh mich an. Hugo, sieh mich an. Sophia. Wieso die Tränen? Weil du sicher gehen wirst. Meinetwegen. Ganz ruhig. Jetzt hör mir mal zu. Ihr beide seid wirklich einzigartig. Und aus irgendeinem dummen Grund kann ich euch gut leiden. Und das, obwohl euer Leben gerade echt scheiße ist, oder? Macht mir aber nichts. Auch die seltsamsten Dinge geschehen aus irgendeinem Grund. Seefahrergeschichten sind voll davon. Und jetzt? Solltest du dich endlich beruhigen und auf die Erwachsenen hören? Klar? Und du bist keine verfluchte Armee. Er sieht zu dir auf, ja? Und wenn dein Todestrieb seiner wird, dann passiert das hier. Und das wird wirklich Folgen haben. Also, wirst du bleiben? Sag es nicht zu laut. Dankeschön. Ihr könntet mich eigentlich ablösen.
Tja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt sind wir wenigstens mal die Vollidioten da los. Vielleicht geht es jetzt wieder ruhiger weiter und wir finden dann diesen einen Punkt da. Die Wiege der Jahrhunderte. Holla, die Waldfee. Hey, warum sind wir jetzt nicht wieder zu der Stadt? Da wäre es doch viel schöner. Oder ist die Stadt jetzt schon im Chaos versunken? Ja, vermutlich. Im Chaos versunken. Jetzt, wo hier überall die Ratten sind. Toll. Sie sind überall. Amicia, die vielen Menschen. Es ist meine Schuld. Ist es nicht. Wir alle wissen, was passiert ist. Nur keine Sorge. Gehen wir zur Karte. Deswegen bist du hier. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Das ist alles bald vorbei, Hugo. Die Ratten wollen das nicht. Sie sind glücklich so. Die verdammten Ratten können zur Hölle fahren. Sie werden sich wehren. Das sind dumme Tiere, Hugo. Wir sind drei starke und schlaue Menschen. Ich weiß nicht. Wir sind nicht mal so dumm. Sag mir, zu welchem Feuer du gehen möchtest. Ich ebne dir den Weg. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Ah, Gott sei Dank hat sie da den Prisma. Oh, scheiße, den müssen wir vielleicht erstmal anmachen da hinten. Ich genug Material. Du kannst jetzt mal... Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleib bloß alle... Du kannst aufhören. Gebombt. Krieg ich dich von da? Ja, sehr gut. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bei mir. Gut, weiter nach hinten. Geht nicht so weit weg. Es wird zu dunkel für mein Prisma. Oh, ach so, wir sollen das gar nicht mit dem machen. Da, mal hey, aufhören. Lass gut sein. Geht klar. Dann nehmen wir halt den Stock. So, ja, doch, hier, wieder anzünden. Hm. Wäre es ja doch gegangen. Aber ich will es jetzt nicht ausprobieren. Okay. Das sieht so aus, als könnte ich da was anzünden. Aber ich habe keine Materialien. Genau, für den Fall haben sie hier natürlich eine Kiste platziert. So wie es aussieht. Ja, genau. Nice. Oh, scheiße, das ist ja das, was nur temporär ist. Dann runter hier. Und nächste Kiste. Alles mitnehmen. Ah, einmal Feuer bitte. Und Licht brechen gerade von da unten. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt in meiner Nähe. Ja, die Verlag. Oh, was zum. Was wo? Nein, lass sie, bitte! Meine Güte. Warum? Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei. Weg hier! Kommt! Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo. Naja, warte mal ab. Der noch war? Nicht alles. Ja, er wird uns schützen. Da ist was am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Ja, die Frage ist nur, von wo aus? Ja, da können wir reingehen. Machen wir das doch mal. Wir können da nicht reingehen. Ja, wie kriegen wir jetzt den weggezogen? Kannst du uns mal von da Sophia, das Licht brechen? Bahn uns den Weg. Bleibt bloß alle im Licht. Ich glaube zwar nicht, dass das eine schlaue Idee ist. Mein Prisma bekommt hier nicht viel. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Wir brauchen einen Feuerpfeil. Lass es. Na gut. Die, so bitte. Und einen herstellen.
Der, glaube ich, müsste jetzt anbleiben, oder? So. Licht brechen, bitte. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Vorsicht. Es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Ja, schon gut. So, da. Und los! Rücken wir nah dran. Okay, ich dachte, wir müssen mit dem... Ja, geil. Ja, müssen wir wohl schneller sein. Na, was jetzt von hier oben? Och, Mann. Okay, dann machen wir. Was ist denn? Ah, ja, wir stehen da. Warte. Komm her. Okay, liebe Leute, ich würde mal sagen, ich mache mal kurz einen kleinen Cut, bis wir wieder an der gleichen Stelle sind. Ihr müsst es ja nicht nochmal sehen. Und dann bis gleich. Okay, da sind wir wieder zurück und ich habe jetzt einfach mal das Licht von da gebrochen und den nach hinten fahren lassen. Hoffentlich reicht es, aber es müsste ja eigentlich. Sonst wüsste ich eigentlich nicht, wie man da hinkommt. Halt, geht nicht so weit weg. Es wird... Was? Nein! Echt jetzt? Sie hat's geschafft, aber ich nicht. Bin ich jetzt wieder da hinten? Wehe. Ach man! Okay, Leute. Bis gleich. Zum zweiten Mal. So, wir sind wieder am gleichen Punkt. Und jetzt probieren wir es mal anders. Den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Natürlich total logisch, dass man da von hinten das Licht brechen kann. So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter mittig. Komm. Ja! Diesmal hat's geklappt. Okay. Hier hat's noch Goodies. Kann ich mir das holen? Na, ich trau's mir das nicht zu holen. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Weil... Können wir denn irgendwie... Ah, okay, wir können den manövrieren. Sehr gut. Ja, dann gehen wir so mal zur Karte drauf. Bald geschafft. Die Karte. Der Träger, er ist der Schlüssel. Aber das ist alles so alt. Er ist schon lange tot. Etwas wird übrig sein. Etwas, das dich retten wird. Ist egal, was mit mir ist. Sag sowas nicht. Du bist alles. Hey, wie wär's, wenn ihr beide aufhört, euch selbst zu quälen? Das ist die Hölle, ja, aber wir haben eine Spur. Also reißen wir uns zusammen. Sie hat recht. Da hat sie recht, ja. Uns bleibt keine Wahl. Ich weiß. Es gibt bestimmt Überlebende. Der Palast ist wie eine Festung. Stimmt. Es ist die Pflicht des Grafen, seinem Volk Schutz zu gewähren. Ja. Er ist ein Ritter. Ach, nur wegen dem können wir jetzt nicht weiter. Ich hätte es ja nach oben geklappt. Tja, Okay. Machen wir ein paar Mal von den Feuerzeugs hier. Okay, schnell. Das hält nicht lange. Und wieder eine Kiste. Cool. Und jetzt habe ich gerade die Meldung gekriegt, dass meine Maus nur noch 5% Akku hat. Geil. Konnte ich dann vielleicht mal laden. Kannst du wieder Licht brechen? Sophia, danke. Fahre uns den Weg. Bleibt in meiner Nähe. Hey, warte mal, was war denn das? Pfeil, das nehme ich mit. Vorsicht, es ist kaum noch hell genug. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Ah, ich habe nicht vor, ins Dunkle reinzugehen. Da oben, da ist es. Mein Prisma bekommt. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt in meiner Nähe. Okay, wir müssen damit aufhören. Natürlich. Schnell, hoch. Sicher. Wir sind da. Endlich. Unfassbar, es war genau vor unserer Nase. Und Basilius? Ja. Wo bist du?
Wo versteckt man den wertvollsten Schatz? Ja, er muss da unten liegen. Die Karte könnte der Eingang sein. Machen wir sie kaputt? Ich schätze schon. Ich habe mal kurz eine Frage. Wollen wir nicht vielleicht irgendwie Licht machen wegen Ratten und so? Was kann man hier machen? Geh bitte zurück, ja? Oh, das war schon das Bereit? Richtige. Okay. Bereit. Oh. Das war so befreiend. Arme Karte. Ja, das ist wirklich schade, denn sie war sehr alt. Ja. Komm. Und nächste Cutscene. Auch ein neues Kapitel? Ein Durchgang. Er wurde versiegelt. Versiegelt gegen was? Sehen wir nach. Das ist es. Kommt! Es ist zu dunkel. Die Dunkelheit fürchtet sich auch vor dir. Etwas Licht, und sie ist weg. Komm, wir finden das Licht. Aber wenigstens hat er das auch angemerkt mit dem Licht. Seht nur, der führt irgendwo hin. Wir sind da. Ich spür's. Hier war schon lang niemand mehr. Lass mich nicht los. Nein, keine Sorge. Das sieht aber auch geil aus von der Atmo hier. Kommt denn hier das Licht her? Ach so, von da so oben her. Naja, die Fackel wäre jetzt echt was Schönes. Es wird dunkler. Ich mache Licht. Ja, bitte. Halt, da passiert irgendwas. Oh, bitte nicht. Oh, holy fuck. Was zur Hölle? Wie groß dieser Ort ist. Was ist das? Eine Art Tempel? Sieht ganz so aus, ja. Sieht aber nicht sehr einladend aus, aber der Effekt, muss ich sagen, ist mega geil, den man da hier mit dem Tee oder Öl gemacht hat. Da, auf dem Boden. Wieder das Symbol des Ordens? Ja, hier sind wir richtig. Basilius ist hier. Ja, wollen wir es hoffen. Wo? So, erstmal zu der Kiste. Alles mitnehmen. Hier hinten waren wir noch gar nicht. Aber ich glaube, das ist auch Dead End. Was das für ein Aufwand gewesen sein muss, das so zu bauen. Seht euch die Tür an. Meine Güte. Was ist hier passiert? Ja, irgendwas wollt ihr da durch. Brandflecken. Hier ist etwas explodiert. War das ein Unfall? Vermutlich nicht. Ich glaube, das wurde absichtlich gesprengt. Ja, jemand wollte da unbedingt rein. Gehen wir weiter. Hier war noch eine Explosion. Das Tor ist zerstört. Das war bestimmt sie, Elia. Sie entkam aus der Kapelle. Sie hat all das zerstört? Sie wollte Basilius zurückholen und hat sich den Weg freigekämpft. Wir sind ihr auf der Spur. Ganz schön grob gewesen. Da ist eine Lücke. Gehen wir mal durch. Wir gehen wirklich hier durch? Keine Angst, das hat Jahrhunderte gehalten. Noch tiefer. Hoffentlich kommen wir ihr hier auf die Spur. It's a point of no return here. Kommst du? Ach komm. Macht doch Spaß. Vorsicht, es geht runter. Alles klar. Oh, hier brennt auch Feuer. Aber nicht von uns. Sie hat hier ja alles komplett auf den Kopf gestellt. Sie hatte Angst um Basilius. Aus gutem Grund. Oh, Kiste. Natürlich mitnehmen.
Okay, was verbirgt sich hinter Gina Mainz? So wie es aussieht, erstmal nichts für uns. Hey, diese Tanks, sie enthielten griechisches Feuer. Ist das nicht eine Waffe? Nicht zwingend. Sie haben damit wohl das Licht am Leben gehalten. Eins ist noch versiegelt. Meinst du, es könnte explodieren? In so einem Tank? Sicher. Versuchen wir es an der Tür. Wirklich? Diese Mauern haben lang genug gehalten. Aber... Weißt du, ich habe schon so einiges in die Luft gejagt. Oh, das glaube ich dir sogar. Entdeckung. Amicia, du übernimmst die Zündung. Sind wir weit genug weg? Ja, einfach den Kopf unten lassen. Okay. 3, 2, 1 und Sprengung. Ja, das war bestimmt laut. Das war laut. Siehst du? Sie halten. Los, alles wird gut. Was haben wir hier? Pfeile. Ah, na, das wäre dann verwerten hier. Das will ich eigentlich nicht machen. Werkbank! Vermutlich. Ja, wir haben ja nur. Kann eh nichts machen. Mit Verwurf vom Armbrust und weicheres Metallgebiet und kann mit deutlich schneller nachladen. Ach, was soll's. Machen wir's nochmal. Oh, da hinten. Oh, das lässt sich sprengen. Wird das jetzt ein neues Ding hier? Okay, was haben wir hier hinten? Hier Werkzeugnummer. Was ist das? Sieh mal, hier sind Vögel? Ja. Höhlenvögel. Das heißt, wir sind hier nicht allein. Und er ist auch nicht allein. Genau. Gehen wir weiter und vielleicht sehen wir ihn ja, falls er nicht so viel Angst hat. Ja. Okay. Dann haben wir hier mal unsere Federkrieg. Ich glaube, ich so viele übersehen gehabt. Oh, da ist ja noch eine Kiste. Ach, ich muss mir echt mal ein bisschen besser umsehen. Aber... kein Werkzeug. Okay, liebe Leute, wir sind an der Zeit. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode und ich glaube, wahnsinnig lang geht's nicht mehr. Ist aber nur so eine Ahnung. Also, bis dann, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.